Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche. Heute habe ich 5 Bücher, wovon ich aber, glaube ich, eines abgebrochen habe. Also es sind theoretisch nur 4,5 Bücher. Ich habe auch wieder die Clips gedreht, bis auf das letzte Buch, was ich jetzt auch erst gestern noch beendet habe. Ich habe eine neue Serie auf Netflix entdeckt, die ich so okay finde. Tatsächlich, ich muss mal gucken, ob es da für mich weitergeht. Und es war eine sehr schöne Woche. Es war vom Wetter ja leider eine, die ja schon richtig abgekühlt hat, wo es zum Glück geregnet hat, gar keine Frage. Mein Kreislauf tickt da aber wirklich aus. Ich habe 2 Tage mit Kopfschmerzen und Kreislaufproblemen gekämpft. Also dieses heiß auf kalt und irgendwie 20 Grad Temperatur, das ist so gar nicht meins. Also muss ich wirklich sagen, ich freue mich für jeden, dessen Wetter das ist und der klarkommt. Aber dieser Temperatursturz, der war nicht so meine Welt. Aber mittlerweile geht's. Es ist jetzt ja ein bisschen kühler. Es hat auch gut geregnet. Der Rasen ist etwas grüner geworden. Also das ist echt was, wo ich auch dachte, Wahnsinn, wie trocken dieses Jahr das alles ist. Was nicht unbedingt ja nur am heißen Sommer liegt, sondern ja auch am sehr trockenen Frühling. Das muss man auch ganz klar sagen. So schön ich das finde, aber es ist natürlich für die Natur definitiv schon eine Herausforderung, damit irgendwie klarzukommen, insofern ja, sie damit klarkommt. Aber ja, ich denke, wir starten mit den Büchern. Ihr findet die Bücher unten in der Infobox, auch immer die Kennzeichnung, ob es ein Rezensionsexemplar ist. Ich verlinke euch auch die Bücher über die Thalia, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich habe da Affiliate-Codes drin, das heißt, wenn ihr darüber irgendwas kauft, dann verdiene ich auch eine kleine Provision dabei, aber euch kostet es nicht mehr. Ich habe das ja jetzt seit Jahresanfang auch über Thalia. Also wenn ihr wollt, könnt ihr mich darüber sehr gerne unterstützen. Ich werde auch verlinken, wann das sonstige Geplauder startet. Und wir beginnen mit der Reihenfolge der Bücher. Die Woche hat begonnen mit Ein deutsches Klassenzimmer von Jan Kammann. Ein Buch, was letztes Jahr bei mir auch als Mängelexemplar sozusagen, glaube ich, ja, hier eingezogen ist. Und das habe ich zu Beginn der Woche gelesen. Ich habe gehört Miss Agatha Christie von Marie Benedict. Das ist das Hörbuch, was ich leider abgebrochen habe. Das nächste Hörbuch war dann Be More Cat von Alison Davis. Ein sehr kurzes Hörbuch. Ich glaube auch im echten nur mit 140 Seiten bestückt, was mir gut gefallen hat. Dann Das Geheimnis der Spiegelung von Jochen Bendel. Hierzu gab es ja auch schon einen Hörgenuss am Donnerstag, beziehungsweise zu dem Podcast von Jochen Bendel, und da habe ich auch ein Buch dazu gelesen. Und das letzte Buch, da werden wir dann so ein bisschen im Urban Fantasy Bereich unterwegs sein, ist dann Höllendämmerung von Richard Cartwright. Ein Buch, wo es mich einfach dann zur Fantasy gezogen hat und ich das auch gelesen habe. Und jetzt kommt die Steffi der letzten Tage zu den jeweiligen Büchern. Das erste Buch der Woche zeige ich euch mit meinen beiden neuen Nuimos. Ja, es ist Rapunzel und Ia bei mir eingezogen. Ach, sehen sie nicht toll aus. Also die Sammlung, ja, wird hier immer größer. Ich glaube, nur noch Ticker braucht jetzt irgendwie eine Freundin, einen Freund, weil der sitzt so ganz allein im Regal. Ja, wir werden mal sehen, wer da als nächstes einzieht. Aber kommen wir zum ersten Buch der Woche. Ein deutsches Klassenzimmer von Jan Kammann. Ein Buch, was ich letztes Jahr als Mängelexemplar, ich glaube auch bei Thalia in dem Zelt, gekauft habe. Hat hier unten auch den Stempel. Tut dem Ganzen aber keinen Abbruch, denn es klang super spannend und ich bin gerade so ein bisschen in Reisebuchfieber, wie man, glaube ich, auch schon in der letzten Bücherwoche gemerkt hat. Jan Kammann ist Lehrer, er unterrichtet Englisch und Geografie und unterrichtet das an einer internationalen Vorbereitungsklasse in Hamburg. Hier kommen Schüler aus zig Ländern, ich glaube, es waren irgendwie über 20 Länder zusammen, und sie könnten auch eben unterschiedlicher von der Kultur, ihrer Geschichte, ihrer Herkunft, ihrer Art nicht sein. Und er denkt so ein bisschen darüber nach, dass er eigentlich wissen möchte, wo seine Schüler herkommen, und nimmt sich ein freies Sabbatical Year und reist los. Er möchte in 14 Länder reisen, 22 Nationen kennenlernen. Ich glaube, so grob war es auch hinten drauf gestanden oder hier vorne drauf gestanden. Und 30 Schüler sozusagen, in deren Herkunft sozusagen unterwegs sein. Und er lässt sich dazu eben auch von seinen Schülern Tipps geben. Er lässt sich Adressen geben von Verwandten, Bekannten, Freunden in diesen Ländern, wo er eben auch einfach Ansprechpartner hat. Er lässt sich Reiseempfehlungen geben. Also was empfehlen ihm seine Schüler? Und dann macht er sich auf den Weg. Wir sind relativ wirklich viel unterwegs auf der Welt. Wir haben hier vorne auch eine coole Karte mit drin, wo man ein bisschen erkennen kann, wo es auch hingeht. Das hilft mir persönlich immer weiter, weil ich das tatsächlich ganz schön finde, wenn man ein bisschen weiß, wo es hingeht. Wir sind in Kolumbien, Kuba, Ghana, in China, Südkorea, Russland, im Kosovo, in Italien, in Polen und allerhand anderer Länder. Also wirklich bunt gemischt auf der Welt unterwegs.
Für mich war das Buch eine recht interessante Mischung. Wir haben hier natürlich irgendwie so eine Art Reiseführer, wir haben aber natürlich auch eine Erzählung, eine Art Roman. Wir haben ja einfach Erfahrungen, die Jan Kammann gemacht hat, hier beinhaltet. Es ist eine schöne Mischung geworden und es hat wahnsinnig viele Informationen. Und das ist tatsächlich vielleicht so ein bisschen mein Kritikpunkt. Es sind zu viele blanke, nackte Tatsachen, Informationen. Das hat mich so ein bisschen... Ja, ich hätte mir, glaube ich, einfach eine Spur mehr Begegnungen, mehr Land, mehr Mensch gewünscht, als wirklich so Zahlen, Daten, Fakten. Fand er aber wahrscheinlich einfach spannend, weil er da so ein bisschen wahrscheinlich auch das Wissen, was er sich aufgebaut hat, irgendwie weitergeben wollte. Aber ich, mir persönlich waren es zu viele Informationen. Auch wenn ich den Stil von Jan Kammann ganz gut fand, es war leicht, es war locker, es war flüssig. Er hat einen mitgenommen, er hat einen viel beschrieben, was man irgendwie wissen muss über Situationen, Begegnungen. Es war auch wirklich interessant dargestellt, auch die Informationen. Es war mir einfach zu viel. Es war... Vor allem neben den vielen Informationen, es war sehr respektvoll und auch authentisch, wenn er über Begegnungen gesprochen hat. Das finde ich persönlich immer sehr wichtig. Allerdings wirkt er an mancher Stelle auch ein bisschen oberflächlich. Ich nehme ihm auch nicht ab, dass er diese Reise gemacht hat, einfach aus dem Gedanken heraus, ich möchte hier die Herkünfte meiner Schüler kennenlernen, sondern es ging, glaube ich, schon an vielen Stellen auch einfach um ihn selbst. Und er verbirgt das so ein bisschen hinter diesen... vorgeschobenen, ich weiß nicht, ich hatte dieses Gefühl, ich kann es auch nicht an Sätzen oder Ähnlichem festmachen. Ich habe nur immer mal wieder gedacht, eigentlich machst du es doch für dich. Und ja, das darf er natürlich auch machen. Keine Frage, ich möchte ihm hier keinen Vorwurf machen, weil auch ich würde gerne 20 Länder bereisen, einfach nur für mich, für meinen Kopf, für meine Seele, für mein Herz, um das entdeckt zu haben, um die Welt gesehen zu haben, um Menschen getroffen zu haben. Aber dann packe ich es halt nicht unter so eine fadenscheinige Begründung. Versteht ihr, wie ich das ein bisschen meine? Ja, fand ich ein bisschen unschön. Bei manchen Ländern, das fand ich tatsächlich auch nicht so schön. Also zum Beispiel war es im Iran der Fall. Da wirkte er manchmal für mich wie mit einem erhobenen Zeigefinger. Er wirkte wahnsinnig pathetisch. Und das gefiel mir nicht so gut. Also ich hatte da manchmal den Punkt, also wenn er dann irgendwie kommt, ach du Iran und er ist so von oben herab, wo ich denke, vielleicht solltest du eine Spur offener sein, wenn du auf so eine Reise gehst. Und das ist ja bei anderen Ländern auch durchaus gewesen. Aber es gab eben so, also Iran ist mir recht im Kopf geblieben, weil ich da echt einen Moment dachte, ob ich das einfach überspringe, weil ich das wirklich anstrengend fand. Aber es gab auch so andere Punkte, wo er das immer mal gemacht hat. Ja, Vorurteile, finde ich, sollte man halt gefühlt gar nicht haben, wenn man eben einfach in die Welt geht, beziehungsweise darf man die haben und man darf sich gerne vom Gegenteil überzeugen lassen. Da spricht überhaupt nichts gegen, aber man sollte sie nicht so in den Vordergrund stellen, auch wenn das natürlich irgendwie seine menschliche Seite zeigt, weil ich glaube, keiner von uns ist frei von Vorurteilen. Aber ich weiß nicht, ich hätte mir diesen erhobenen Zeigefinger... Also ja, jetzt ist das... Es ist immer schwierig, das zu kritisieren, weil so denkt eben Jan Kammann. Das ist eben seine Art, auch das auszudrücken, die Welt wahrzunehmen. Weiß ich nicht. War mir das einfach nicht ganz so sympathisch. Was aber definitiv auch ein Pluspunkt des Buches war, ist, wie unkonventionell er unterwegs war. Also auch, wo er übernachtet hat, wie er zu verschiedensten Stationen gekommen ist, wie er Begegnungen im Grunde auch nicht aus dem Weg gegangen ist, sondern sich darüber gefreut hat, wie er wirklich die Länder entdeckt hat. Das hat er tatsächlich sehr sympathisch rübergebracht. Es sind einige Seiten drin, wo eben auch einfach Bilder sind. Das ist ja was ich sehr gerne mag, wenn eben auch die Bilder irgendwie... Also wo haben wir noch ein bisschen was, wenn eben die Bilder auch ein bisschen passend zu seinen Reisen kommen. Also wir haben hier 2 oder 3 Bildteile. Das finde ich tatsächlich ganz schön. Das gibt auch so ein bisschen einen Eindruck und bringt einen natürlich auch den Mensch dahinter so ein bisschen näher. Ne? Also so eine eingeschränkte Empfehlung. Ich habe definitiv schon für mich spannendere, wertvollere Reiseberichte gelesen. Vielleicht auch irgendwie für mich von sympathischeren Schreibern, aber es war nicht schlecht. Also ich fand es tatsächlich ganz gut, aber habe eben so diese 2, 3 Kritikpunkte, die es für mich eher nur zu einem Okay-Buch machen. Aber nichtsdestotrotz war ich sehr gerne beim Lesen dabei, habe es gerne gelesen und hatte da auch Spaß dran. Aber es gibt definitiv schönere, bessere Bücher als das jetzt mit dem deutschen Klassenzimmer. Vor allem, weil ich glaube, der Titel ist auch ein bisschen irreführend. Aber ja, denke vielleicht ja nur ich.
In diesem Clip kommen wir jetzt zu zwei Hörbüchern, die ich hintereinander gehört habe. Und eins davon habe ich abgebrochen und das andere hat mir sehr gut gefallen. Wir beginnen mit Miss Agatha Christie von Marie Benedict. Leider ein Hörbuch, das ich nach so knapp ein bisschen was über 30% abgebrochen habe. Es gehört zu der Reihe Frauen im Schatten der Weltgeschichte. Da gibt es auch was zu Frau Einstein und Frau Churchill. Die kenne ich aber nicht so bewusst. Marie Benedict hat hier so eine Art Genre-Mix etabliert, wo eben spannende Frauencharaktere, wo eigentlich die Männer ja mehr im Vordergrund stehen, außer jetzt bei diesem dritten Band, ja im Grunde da eine Geschichte erzählt wird. Sprecherin ist Sabine Arnold, die fand ich auch okay, die hat es gut erzählt. Da gibt es jetzt nichts extrem Positives oder Negatives dazu sagen. Ich habe mich sehr über das Rezensionsexemplar als Hörbuch gefreut. Ihr findet ja auch immer unten die Info, wann Buch irgendwie ein Rezensionsexemplar war. Und ja, Agatha Christie, ich glaube, ist uns Bücherverrückten allen ein Begriff. Es kennen bestimmt viele von ihr die Bücher oder dann eben auch die Buchverfilmungen dazu, die ja jetzt auch so ein bisschen ein Remake erleben. Sie gehört zu den erfolgreichsten Autorinnen der Literaturgeschichte. Doch es gibt etwas in Agatha Christies Leben, was uns alle verwundert. Und da kommt der Hund. Und zwar gibt es nämlich ein mysteriöses Verschwinden der Autorin im Jahr 1926. Sie wird vermisst, ist 11 Tage verschwunden und dann taucht sie genauso mysteriös, wie sie verschwunden ist, auch wieder auf. Und Christie selbst behauptet bis zu ihrem Lebensende immer, dass sie sich nicht erinnern kann, dass sie an einer Art Amnesie lebt und litt und sich einfach nicht erinnern kann. Und es gibt auch keine wirkliche Erklärung für ihr Verschwinden, bis heute nicht. Es war und ist immer noch ein Rätsel. Und Marie Benedict geht eben her und beschreibt uns das Leben von Agatha Christie und ihre Ehe und ihre Art des Schreibens und eben dann eben auch, was in diesen 11 Tagen hätte passieren können. Es ist eben eine Mischung aus Realität und Fiktion. Grundsätzlich war das wirklich eine Idee, die ich super spannend fand, aber die Umsetzung von Marie Benedict fand ich sehr schwierig. Der Genre-Mix ist natürlich ein bisschen dieses Historische, es hat ein bisschen was von Krimi, es ist aber natürlich auch irgendwie so ein bisschen Biografie und das alles in einer Art Romanform, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, ich fand die Mischung auch gelungen, auch dass eben ja dieser Krimi-Anteil nicht zu groß war, sondern es sich wirklich gut die Waage gehalten hat. Mir war es sprachlich zu einfach, es war mir an mancher Stelle auch einfach zu banal, es gibt viel Uninteressantes, was uns immer wieder erzählt wird, also es gibt wahnsinnig viele Doppelungen, also zum Beispiel hat sie sehr oft von einem schmutzig aussehenden Polizisten erzählt. Und immer, wenn wir diesen Polizisten getroffen haben, wurde nochmal betont, wie schlampig seine Kleidung ist. Es ging auch weiter mit, wie sich Ehefrauen, Gattinnen zu verhalten haben. Und das wurde immer, immer wieder sozusagen thematisiert. Und das ist natürlich was ich total anstrengend fand. Also ich das immer wieder und immer wieder und immer wieder lese und spätestens beim dritten oder vierten Mal habe ich mir wirklich gedacht, muss das irgendwie sein? Und hier nimmt jemand die Decke auseinander, ist aber auch gar nicht weiter schlimm. Zudem wurde für meinen Begriff auch zu viel in den Zeiten gesprungen, ohne dass es irgendwie so richtig klar war, beziehungsweise man auch nicht so richtig gemerkt hat, dass man jetzt einen Sprung gemacht hat. Es wurde sehr viel geswitcht. Das fand ich sehr verwirrend und ich glaube, es lag tatsächlich dieser Kritikpunkt am Hörbuch. Ich glaube, lesend, wenn man immer mal wieder zu dem Kapitel zurückgehen kann, wo man angefangen hat und sagt, okay, wo waren wir jetzt, wer bin ich jetzt und wann? Ich glaube, das hätte geholfen. Deswegen möchte ich sagen, ja, es könnte als Buch zum Lesen, egal ob E-Book oder haptisches Buch, einfacher gewesen sein und vielleicht sich besser hätte lesen lassen als Hörbuch. Was mich auch ein bisschen gestört ist zu viel. Christie wollte das Geheimnis nie offenbaren. Jetzt haben wir hier natürlich wirklich nur Mutmaßungen, was irgendwie schon okay ist. Aber es war für mich auch nicht so eine richtig spannende Theorie. Also zumindest soweit ich gehört habe. Also ich hatte so wirklich meine Probleme mit dem Einstieg, mit dem Stil. Und das war irgendwie nicht so meins. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sie es dann am Ende wirklich auflöst. Vielleicht kommt der Knaller irgendwie ab der Mitte oder gar im letzten Drittel. Aber mich konnte der Sprachstil und die Erzählweise leider nicht begeistern von Marie Benedict. Ich hätte noch überlegt, mir das Buch von Frau Einstein zu holen, weil ich das auch spannend fände, weil ich auch Albert Einstein einen super interessanten Menschen finde. Aber nachdem der Stil hier schon so holprig war oder mir auch nicht gelegen hat,
glaube ich, lasse ich das eher sein. Also von daher, ja, leider abgebrochen. Das andere E-Book ist dann Be More Cat von Alison Davis. Hier haben wir ein Buch von knapp 140 Seiten. Jetzt denkst du, wo du kannst die nächste Decke hier klauen. Du bist ja ein alter Dieb. Ja, alles wirfst du hier um. Von 140 Seiten, was auch knapp nur so 1,5 Stunden irgendwie gewesen sind. Und ich das auch wirklich so schnell an einem Nachmittag mit meinem Wauzi hier beendet habe, als wir hier rumgegammelt haben. Ne? Ja, so ist das. Und ich bin zufällig bei BookBeat über das Buch gestolpert. Hatte dann eben auch noch knapp 2 Stunden Hörzeit übrig. Ich hatte ja so einen Monat für einen Euro, was irgendwie 25 Stunden hatte, und hatte ja 2 echte Hörbücher gehört. Und dann hatte ich eben noch 2 Stunden knapp übrig und dachte, das passt noch. Und so hatte ich jetzt eben 3 E-Books, 3 Hörbücher gehört. Sprecherin ist Anne Moll. Und ich muss sagen, die hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Auch fand ich das Atmosphärische in dem Buch ganz gut, weil da auch immer mal Musik mit eingespielt wurde. Wir hatten auch noch eine männliche Stimme, die immer mal die Kapitel angesagt hat. Also das fand ich tatsächlich ganz gut gemacht von der Tonalität. Das hat mir auf jeden Fall gefallen. Das Buch, ja, es ist im Grunde, wie es im Titel steht, was wir von unseren Katzen irgendwie lernen können. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Und es sind einige Beispiele aufgeführt, die ich tatsächlich ganz schön fand, die ich selbst auch beobachte an mir und an meinen Katzen, wenn ich sie beobachte, wenn ich mich da mitreißen lasse, wenn ich in diesen Flow mit einsteige. Das sind Katzen, sehr achtsame Lebewesen. Sie sind sehr im Moment, sie sind sehr hier, sie sind auch sehr bei sich, was ich sehr schön finde, ohne egoistisch zu sein, wobei man das Katzen ja durchaus immer mal unterstellt. Und ich fand die Gedanken sehr schön. Also es war leicht, es war locker, es waren schöne, lebensnahe Beispiele, und ich glaube, jeder Katzenbesitzer kann sich da im Grunde wiederfinden. Und es ist eben auch tatsächlich auch nochmal was anderes, eine Katze zu beobachten als einen Hund. Auch das Miteinander, das kann ich jetzt ja nach so knapp, fast 3 Monaten sagen, ist definitiv auch anders. Meine Katzen würden nämlich nicht mein Hogwarts-Kissen zerdeppern, wie es hier mein Hund macht. Ja, ich weiß, Lisi, du heißt schon hier wie Harry Potter, aber es ist mein Kissen. So, Kissen geklaut, entschuldigt. Ja, also mir hat das Hörbuch auf jeden Fall gut gefallen. Ich fand die 1,5 Stunden sehr unterhaltsam. Ich glaube, dass es als echtes Buch ein bisschen schöner ist. Ich habe mir das auf Thalia mal angeguckt. Da gibt es eben auch so Grafiken im Buch. Und ich glaube, dass das wirklich ein schönes Geschenkebuch ist für alle Leute, die eben eine Katze haben und sich Katzen verbunden fühlen. Und wenn man da mal ein Buch sucht, für eben Menschen, die Katzen haben, ich glaube, da macht man auf jeden Fall nichts falsch. Das kann ich mir definitiv vorstellen. Ich glaube, ich hätte mich auch gefreut, hätte ich das Buch geschenkt bekommen. Und auch die Grafiken, die ich mir so ansehen konnte auf Thalia, die haben mir auf jeden Fall auch richtig gut gefallen. Also ich glaube, dass es auch als haptisches Buch was hermacht. Auch als Hörbuch hat es mir gut gefallen. Ja, es ist jetzt nichts, was Weltbewegendes an einem hängen bleibt oder wo man wirklich die Weisheit schlechthin rauszieht. Aber es war unterhaltsam, es war gut und hat mir gefallen. Also es ist ein okayes Buch. Und wie gesagt, ich glaube, als Geschenkebuch, also solltet ihr Katzenfreunde in eurer Familie oder im Freundeskreis haben, ist das, glaube ich, auf jeden Fall ein Tipp, sich das mal anzugucken. Ich glaube, damit macht man nichts falsch, weil es eben auch so locker, leicht ist, wunderbare Beobachtungen macht und die Katzen auch wirklich gut rüberbringt. Also ich glaube, dass hier wirklich auch Alison Davis eine gute Beobachtungsgabe hatte, was das Katzenleben so angeht. Und jetzt ist er, glaube ich, hier drüben. Hier wird sich mal geputzt. Ja, das zu den beiden Hörbüchern der Woche. Das 11. Buch im August und das 4. Buch dieser Woche ist ein E-Book, was mir vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Es ist Das Geheimnis der Spiegelung von Jochen Bendel. Ich habe schon viel über die Spiegelung gelesen oder auch gehört, was den Mensch und den Hund angeht. Also es ist ein Buch definitiv für Hundefreunde. Und dann hat mich das Buch irgendwie gefunden. Ich kenne Jochen Bendel eigentlich nur als Moderator von irgendwie, keine Ahnung, vor 15, 20 Jahren. Habe jetzt auch mitbekommen, dass er Hundesendungen hat. Ich gucke aber halt so gut wie nie irgendwie in den Fernsehen, also ins freie TV. Von daher ist er mir noch nicht so über den Weg gelaufen. Er hat eine Mission, nämlich Hunden eine Stimme zu geben, indem man sie eben besser versteht. Er ist sehr engagiert im Tierschutz und im Besitz von 2 Hunden, von Gizmo und Khaleesi. Und seit 2018 ist er auch ausgebildeter Hundetrainer und ist stets im Austausch mit
auch Experten. Es gibt wohl zwei Sendungen von ihm. Zum einen Haustier sucht Herz. Das wäre ja gar nichts für mich. Also das, oh, das würde mir das Herz brechen. Und letzte Chance auf vier Pfoten. Ich habe jetzt in die Sendungen nicht reingeschaut. Allerdings habe ich, seitdem ich jetzt das Buch seit irgendwas im Juli habe, in den Podcast reingehört. Und wenn ihr die Bücherwoche seht, habt ihr ja auch schon den Hörgenuss gesehen. Ich verlinke euch den Hörgenuss zu Hollydog nämlich auch einfach mal unten in der Infobox. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr den Hörgenuss noch nicht gesehen habt und euch da vielleicht meine Meinung zu seinem Podcast interessiert. Und ja, da habe ich definitiv so einige seiner Folgen gehört. Das Buch beinhaltet einige verschiedene Kategorien, angefangen mit was ist die Spiegelung, wer spiegelt wem, wie funktioniert das, gegebenenfalls irgendwie, wenn man das sowieso beschreiben kann. Und ich muss sagen, ich konnte da bei vielen Dingen, was die Spiegelung angeht, wirklich nur nicken und erkenne das nicht nur bei meinem Hund, da glaube ich schon verstärkter, weil der Hund, glaube ich, auch einfach viel zurücksendet, was Katzen auf andere Art tun, aber dennoch auch Katzen Gefühle, Gedanken, Empfindungen, Emotionen durchaus auch spiegeln. Ich weiß, man sagt, dass das oft bei Katzen nicht der Fall ist. Ich kann aus meinen Erfahrungen sagen, Katzen spiegeln einen ähnlich. Ich glaube aber, dass bei dem Hund das extremer ist, weil er eben in den Alltag mitgeht, also auch mit nach draußen geht und eben auch diesen äußeren Einflüssen ja im Grunde standhalten muss, was bei Katzen, die jetzt wie in meinem Fall nur in der Wohnung sind, mit ja gesicherten Freigang nicht der Fall ist. Ja, es wird hier über die Spiegelung eben gesprochen. Was ist die Spiegelung? Was ist der Bund des Lebens? Wie kann man sich das so ein bisschen greifbarer vorstellen? Er erklärt auch unterschiedliche Menschentypen, was die auch für Herausforderungen haben, angefangen von den Gewohnheitsmenschen, von den Harmoniebedürftigen, von den Hektikern, welche Vor- und Nachteile dieser Menschentyp mit sich bringt in Bezug auf einen Hund. Also wenn man ein Gewohnheitsmensch ist und eben sagt, ich gehe aus der Haustür raus und gehe immer rechts, dass der Hund dann eben natürlich, oder viele Hunde, man darf es ja immer nicht ganz so alle sagen, aber viele Hunde eben sagen, Mensch, hier war ich doch gestern schon und heute früh schon und wir laufen immer die gleiche Runde. Und er dann eben irgendwie sagt, ich brauche natürlich auch mal andere Reize. Und wie man dann als Mensch ein wenig an sich arbeiten sollte und was das eben in der Spiegelung zum Hund dann auch bringen. Das fand ich richtig gut. Es war auch nie so ein erhobener Zeigefinger, sondern es ist tatsächlich immer schon sehr greifbar, sehr praktisch und das ist wirklich was, was Jochen Bendel sehr gut in dem Buch macht. Auch, und das war so der Teil, der mich weniger interessiert hat, waren so Hunderassen, dieses typische Herr sein Geschirr, na, also dieses, dass sich der Mensch manchmal eben eine Hunderasse aussucht, die ihm ähnlich scheint. Und dann wurden eben, ich weiß nicht, 20, 25 Hunderassen vorgestellt, was der Mensch wohl sucht in diesem Hund, was der Mensch aber vielleicht auch gar nicht bedenkt. Und jetzt habe ich natürlich einen Mischling, in dem irgendwas Hütiges, Golden Red Reaver-mäßiges und wer weiß, was irgendwie drinsteckt, weißer Wolf. Also, ne? Also das ist, wo ich so denke, ja, ich habe den Hund ja nicht ausgewählt anhand seiner Rasse. Also ich glaube, dass diese Beschreibungen oft oder mehr zu Menschen passt, die tatsächlich explizit sich einen Hund suchen und vielleicht sagen, ich möchte, dass der Hund das, das und das mitbringt. Keine Ahnung, na, der klassische Familienhund, der klassische Jagdhund, der Hund, der, was weiß ich, mich beim Joggen begleitet, keine Ahnung, was für Motivationen oft bei Menschen dahinter sind und dann gezielt nach einer Rasse gesucht wird, wenn nicht, denn dann oft einfach auf die Äußerlichkeit das Aussehen gegangen wird. Das ist ja, spielt ja auch oft eine Rolle. Was auch gar nicht verwerflich ist, das möchte ich gar nicht sagen. Auch ich habe mich in meinen Weasley einfach verliebt, weil er eben so ist, wie er ist. Na, diese Augen, dieses Fell, diese Ohren, dieses Gesicht, dieser Schwanz, also, na, das ist ja auch bei meinen Katzen durchaus so, ja, bis auf zwei, die ich mir ja nicht ausgesucht habe, aber die einfach so gekommen sind, wie sie dann da waren. Aber das ist natürlich was, man spürt etwas und ich glaube, dass dieser Teil mich deswegen nicht ganz so angesprochen hat, weil ich eben nicht explizit auf diese Suche gegangen bin nach einem Hund, der etwas darstellt, für etwas bekannt ist, sondern mir erstmal der Charakter anfangs gar nicht so wichtig war, sondern ich auch sehr oberflächlich war und aber durch das Kennenlernen gemerkt habe, okay, irgendwie funktionieren wir wirklich gut und dass dann eben manchmal dieses Bauchgefühl, und das sagt auch Jochen Bendel, dass man viel auf sein Bauchgefühl hören sollte, könnte, müsste, dass man da manchmal doch auch ganz oder sehr häufig ganz viel richtig macht. Das war eben so der Teil des Buches, was mich nicht ganz so abgeholt hat, was ich nicht ganz so spannend fand. Insgesamt hat mir aber das Buch von Jochen Bendel überraschend gut gefallen und da läuft Frau Flug
Kaugummi. Überraschend gut gefallen. Es war sehr verständlich. Es hat viele interessante Fälle dargestellt. Es gibt tolle menschliche Ansichten zum Thema Mensch und Hund und Mensch mit Hund. Das hat mir gut gefallen. Ich mochte den Humor von Jochen Bendel, wenn er so brisenmäßig irgendwie hereinkam. Ich mochte seine eigenen Erfahrungen, die er gemacht hat und beschreibt. Ich mag diese Menschlichkeit. Ich bin jetzt doch in den letzten, ja, 3 Monaten auch viel über sehr merkwürdige Trainer gestolpert im Internet oder Tipps von Menschen, wo ich mich dann so frage, oh, habt ihr euch denn, also bringt ihr das wirklich übers Herz, also oder seht ihr das wirklich so oder auf jeden Fall sehr schwieriges, das habe ich bei Jochen Bendel überhaupt nicht empfunden. Ich habe mich sehr gut in seine Gedanken hineinversetzen können. Es war wirklich sehr menschlich, mit Herz, mit Verstand, mit schon auch dieser Strenge, die man eben manchmal braucht. Und ich würde sagen, man braucht die eigentlich bei allen Hunden. Hunde brauchen Grenzen. Nicht jeder Hund ist der Rudelführer. Er ist nicht dafür jeder gemacht und auch geboren. Weswegen wir als Mensch durchaus als Führer ja irgendwie vorausgehen sollten. Nicht immer. Also das ist natürlich was. Und ich glaube, dass man oft eben Hunde erkennt, die das nicht gewohnt sind. Aber ich komme hier schon so. Ja, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass er oft auch von seinem Bauchgefühl gesprochen hat und das auch was ist, auf was ich höre. Wo ich oft merke und auch zurückerzählt bekomme, zum Beispiel auch von unserem Hundetrainer oder von anderen Hundebesitzern, die dann eben sagen, das macht man manchmal oder mache ich intuitiv schon richtig. Und ich glaube, dass da ganz viel dran ist, dass einem der Menschenverstand oftmals schon sagt, wie sollte es funktionieren. Es funktioniert anders als mit Katzen, keine Frage, aber ich glaube, wenn man den Hund tatsächlich eben als Teil seines Rudels, seiner Familie betrachtet oder vielleicht auch wie ein Kleinkind. Ich glaube, dass man da ganz viel herleiten kann. Und ganz wichtig, und das hat Jochen Bendel auch einige Male gesagt, dass eben der Hund auch keine Maschine ist und man eben nicht immer nur Befehle geben soll, nicht immer nur was schlecht läuft, sondern eben auch das Loben ein großes Thema ist. Und da bin ich absolut seiner Meinung. Es wird sehr oft in anderen, also ich habe einiges auch auf YouTube gefunden, wo ich am Ende vielleicht bei 2 Kanälen dann hängen geblieben bin, die auch so unterwegs sind, wie ich das für mich entschieden habe, dass das richtig ist. Aber er dann auch sagt, es wird eben ganz oft dem Hund immer nur gesagt, was man nicht möchte und man sagt sehr selten, wie man es möchte. Und auch das muss man natürlich immer wieder dem Hund sagen, dass wenn er eben neben einem brav beim Gassi gehen läuft, dass man ihm das ganz oft auch sagt, wie toll das ist und super und auch mal ein Leckerli gibt. Nicht immer, ich weiß, aber ich glaube, gerade zu Beginn, um eine Bindung zu stärken, ist das wirklich gut. Und nicht immer nur, wenn er zieht, dann sagen, nee, mag ich nicht, weil woher soll er dann wissen, wie er es anders machen soll? Was mich ein bisschen gestört hat, war neben dem, dass wir auf Hunderassen so eingegangen sind, was nicht störend war, aber für mich einfach nicht interessant, dass er sehr oft Hunde Fellnasen genannt hat und irgendwelche liebkosenden Wörter hatte. Und ja, jetzt ist halt wahrscheinlich 1000 Mal in diesem Buch Hund gesagt worden, aber es ist natürlich auch ein Hundebuch. Ich fand es anfangs noch ganz niedlich. Irgendwann dachte ich, ja, jetzt kommt zum 500. Mal die Fellnase. Ha, das war ein bisschen anstrengend und irgendwann auch nervig. Und was ich auch ein bisschen schade fand, ist, es gab 4 Fallbeispiele. Da gab es keine Fotos, weder von den Menschen, was ich vielleicht noch verstanden hätte, aber auch nicht zu den Hunden, sodass ich mir oftmals unter der Rasse gar nichts vorstellen konnte und dann auch einfach mal googeln musste, was ich ein bisschen schade fand. Und ich fand es ein bisschen oberflächlich. Das fand ich, da ist ja im Podcast durchaus ein bisschen anders. Ich habe ein schönes Zitat rausgeschrieben. Ohne Hunde sind wir, was wir sind, aber mit Hund sind wir, was wir sein könnten. Und das fand ich richtig schön, weil tatsächlich man merkt, was einem gefehlt hat, wenn man dann eben einem Hund oder überhaupt ein Tier in sein Leben lässt. Da, glaube ich, ist ganz viel dran. Und ja, es war ein tolles Buch. Es war wirklich ein kleines Highlight. Wäre ja das ein oder andere jetzt einfach nicht gewesen, wäre es ein absolutes 5-Sterne-Nonplus-Ultra-Buch, was ich mir ins Regal gestellt hätte. So ist es auf dem E-Book-Reader und auch jederzeit greifbar, lesbar, wenn man mal etwas nachlesen möchte. Ich habe mir da auch ein paar Notizen reingesetzt, was ja wunderbar auch im Tolino funktioniert. Ich kann es wirklich jedem empfehlen, der sich einfach mal mit der Spiegelung beschäftigen möchte, der da auch einfach vielleicht mal Tipps, Tricks, Ideen möchte, vielleicht auch eher Menschen, die tatsächlich eher Hunde unerfahren sind, also so wie ich es bin, also es ist ja auch mein erster Hund, dementsprechend, ich glaube, wenn jemand schon 20 Jahre mit Hunde arbeitet, dann ist das nichts Neues, aber für Anfänger wirklich empfehlenswert, hat mir sehr, sehr gut gefallen, war auch wirklich locker, leicht, einfach und habe ich wirklich so in 1,5 Schwipsen sozusagen auch weggelesen, mir ein paar Notizen gemacht, mir ein paar Gedanken auch dann im Nachgang gemacht und finde ich wirklich empfehlenswert, hat mir gut gefallen.
Und da bin ich wirklich froh, dass ich über dieses Buch gestolpert bin. Und das letzte Buch der Woche ist dann ein Rezensions-E-Book, Höllendämmerung von Richard Cartwright. Ein Buch, was ich zusammen mit Becky auch in Heidelberg entdeckt habe, was mich vom Cover sofort irgendwie an Jay Kristoff, Nevernight erinnert hat, aber auch an Victoria V.E. Schwab. Also da ist sie ja dann nicht Victoria, da ist sie V.E. Schwab. Und wo ich so wirklich dachte, cooles Cover, klingt auf jeden Fall spannend und es hat natürlich schon so etwas ja, Comic-mäßiges auch auf dem Cover. Cartwright war an der Serie Lucifer beteiligt, kenne ich nur so die ersten 2, 3 Folgen, hat mich irgendwie nicht so in den Bann gezogen, aber nachdem mir jetzt ja das Sandman so gut gefallen hat, vielleicht sollte ich der Serie dann auch nochmal eine Chance geben und ich wollte so ein bisschen in dieser Comic-Düsternis ja einfach noch so ein bisschen verweilen und habe dann jetzt eben auch gedacht, das Buch passt jetzt einfach perfekt zur Stimmung. Der zweite Band, Höllenjäger, ist bereits für Mitte Oktober auch angekündigt. Im Originalen gibt es, glaube ich, irgendwas um die über 10 Bände, ich bin mir gar nicht sicher, aber das war relativ viel, was ich da irgendwie gesehen habe. Es geht in Höllendämmerung um Stark, der nach 11 Jahren aus der Hölle zurückkehrt und auf Rache aus ist. Das ist ja oft eine Motivation, dass man Rache nehmen möchte. Er wurde verraten und seine Geliebte, seine ja, Weggefährtin wurde getötet und so macht er sich auf den Straßen von Los Angeles auf die Suche nach seinen früheren Bekannten und auch ehemaligen Verbündeten. Alle sind so ein bisschen auch in diesem magischen Kreis der Welt eingeweiht, also wo auch er im Grunde ja eine gewisse Rolle spielt, weil man geht nicht einfach zur Hölle und kommt zurück. Und besonders einer von ihnen soll sehr, sehr schwer büßen, was mit seiner ja, Freundin, geliebten Frau passiert ist. Es ist sehr atmosphärisch angehaucht. Wir haben sehr düstere Dark Urban Fantasy. Wir haben natürlich schon irgendwie eigentlich unsere Welt, aber gemischt eben natürlich mit der Fantasy, mit der Magie. Es war zu Beginn eine richtige Spannung da. Ich fand wirklich so, ja, das erste Viertel sehr einnehmend, reinziehend. Der Mittelteil war dann sehr plätschernd, war ein bisschen langweilig. Und dann dachte ich schon, puh, also wie geht das hier weiter? Wird das nochmal spannend? In welche Richtung geht das? Und das Ende, aber tatsächlich wahrscheinlich sogar weniger als ein Viertel, also das letzte Viertel, war dann wieder ein bisschen spannender. Also es war doch ein großes Auf und Ab. Der Spannungsbogen vom Beginn wurde nicht komplett durchgezogen. Es war in der Mitte schon langatmig, wo auch gefühlt oft nicht viel passiert ist. Und das fand ich tatsächlich schon ein bisschen schade, weil ich da schon ein bisschen auch mit mir und dem Buch gekämpft habe. Das Erzähltempo ist sehr speziell. Also es ist schon in einem guten Tempo. Mir fehlten so ein bisschen die Kapiteleinteilungen. Das hat für mich so ein bisschen einen unkoordinierten ja, Eindruck gemacht und es fiel mir auch so ein bisschen schwer, dem immer so zu folgen, ohne dass man irgendwie eine Einteilung hat. Also da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass so ein bisschen was an Unterteilung da ist. Die Geschichte, die Atmosphäre, die Welt ist zu Beginn wirklich sehr trist, sie ist kalt, sie ist bedrohlich. Man muss das tatsächlich mögen, man muss das auch wirklich gut finden, dass man da eben eintaucht in diese Dunkelheit, in diese Düsternis, in diese Rachegelüste und da bellt der Hund, weil gegenüber bestimmt der Beagle läuft, den er nicht mag, aber lasst euch nicht stören. Und es war für mich sehr gut rübergebracht. Also ich konnte mich schnell in dieser Welt einfinden. Ich konnte dieses Urban Fantasy sehr gut verstehen, was eben die Unterschiede zu unserer Welt sind. Das hat mir gut gefallen. Ich fand auch die Fantasy-Elemente ganz okay. Es war jetzt nicht wirklich was Neues dabei, es war auch nicht innovativ, es gab auch die ein oder andere Idee durchaus schon, also da ist jemand auf Rache aus, ich glaube, da fallen uns alle direkt 3, 4 Geschichten ein, sowohl im Buch als im Film, wo das eine Rolle spielt. Ich hätte mir tatsächlich hier ein bisschen mehr Infos gewünscht aus der Hölle, also aus der Zeit vor der eigentlichen Geschichte, wo eben unser Charakter Stark noch in der Hölle ist. Das hätte ich mir tatsächlich mehr gewünscht. Entweder, dass er es erzählt oder dass wir es sogar erleben. Ja, ich hätte ich irgendwie spannender gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das ja in dem nächsten Teil, aber das hätte mich tatsächlich ein bisschen interessiert, was da so passiert ist. Es sind schon sehr spezielle Charaktere, die leider nicht alle sehr gut ausgearbeitet sind, die nicht alle wirklich bildhaft dargestellt werden. Das fand ich ein bisschen schwierig, weil es ja eben nicht nur um Stark geht, sondern auch so ein paar Nebencharaktere da sind, die ich mir gerne hätte besser vorgestellt. Man baut zu Stark definitiv eine Bindung auf, aber die emotionale Ebene hat mir so ein bisschen gefehlt. Es war oft nicht nachvollziehbar dargestellt, warum, weshalb, wie er jetzt eigentlich dazu kommt, was er tut. Die Rachegefühle
ja, kann man schon verstehen, aber sie verlieren sich so ein bisschen und trotzdem pocht er irgendwie so da drauf. Ach, das fand ich ein bisschen schwierig, das ging auf jeden Fall in anderen Büchern auch schon mal besser. Es ist ein sehr schwarzer und trockener Humor, auch das muss man mögen. Ich mag das an vielen Stellen sehr gerne, also ich mag auch den schwarzen Humor zum Beispiel eines Jay Kristoff super gerne. Es hat nicht immer in diesem Fall meinen Nerv getroffen, also manchmal... Ach, war schon sehr platt, es war sehr flach und dann dachte ich, oh, naja, soll das jetzt lustig sein? Fand ich tatsächlich ein bisschen schwierig und nicht immer so mein Geschmack. Aber da ist halt auch jeder anders und ich glaube, jemand zum Lachen bringen ist einfach schwieriger als zum Weinen. Ich muss sagen, es war ein okayes Buch. Der Mittelteil wirklich so ein bisschen plätscherig, langatmig. Ich weiß auch nicht, ob mich das Ende so gecatcht hat, dass ich jetzt unbedingt in der Reihe weiterlesen werde. Vielleicht warte ich da auch einfach mal ein paar Bewertungen ab, wie vielleicht dann die zum zweiten Teil sein werden. So richtig umgehauen und begeistert und mitgerissen hat es mich nicht. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht. Es war okay. Es war fürs Wochenende auch absolut in Ordnung, es dann irgendwie zu lesen. Der Mittelteil war ein bisschen langweilig, aber ja, es war okay. Aber nicht das, was ich mir vielleicht irgendwie durch das Cover, durch The Sandman, die Serie irgendwie erwartet habe. Da hing es doch ganz schön nach und konnte mich leider nicht so begeistern. Aber ja, mal sehen, was vielleicht dann wirklich die Stimmen zum zweiten Band sind, ob ich irgendwie weiterlese oder ob es das jetzt einfach mit der Reihe und mir war. Und das war sie jetzt, meine Bücherwoche, doch recht unterschiedlich, ja, was so die einzelnen Bücher angeht. Ich habe auf Netflix auch mit Manifest begonnen, das ist eine neue Serie, zumindest auf Netflix, die lief wohl ursprünglich auch mal vor 3-4 Jahren im Free TV. Es gibt jetzt 3 Staffeln, es wurde auch irgendwie eine 4. Staffel angefordert, also oder schon angekündigt. Und ich fand das eine richtig coole Idee, dass wir eben ein Flugzeug haben, das 5,5 Jahre verschwindet und als es wieder auftaucht, sind aber alle ja, Fluggäste, Piloten und so weiter keinen Tag gealtert und sich natürlich im Hintergrund die große Frage stellt, wie konnte das Flugzeug durch die Zeit reisen, wo war es 5,5 Jahre, warum sind die Leute nicht gealtert und so weiter und wir natürlich verschiedenste Charaktere haben, die 5,5 Jahre für tot erklärt waren, die 5,5 Jahre verschwunden waren und in ein Leben zurückkehren, wo eben für alle anderen Familienmitglieder, Freunde das Leben weitergegangen ist. Und wir haben so eine gute Handvoll an Charaktere, die wir intensiv begleiten, aber treffen auch immer wieder auf andere Fluggäste. Und ich wollte so ein bisschen ein Lost-Feeling haben. Ich glaube, das habe ich auch bekommen. Wobei man schon sagen muss, dass Lost von der Erzählart auf jeden Fall intensiver und anders war. Was mich tatsächlich bei Manifest, was mich bei der Serie stört, sind die Schauspieler. Also ich habe bei manchen das Gefühl, die haben überhaupt keine Regung im Gesicht. Bei anderen denke ich, sie haben eine Überregung im Gesicht, wo ich denke, das wirkt alles so theatralisch und so drüber, wo ich denke, wir sind doch hier bei einer Fernsehserie. Also boah, ich habe so, ich glaube so 3-4 Folgen, ich habe noch nicht so richtig viel. Zudem geht es auch so ein bisschen in eine Richtung mit diesen Gedankenverbundenheiten. Ja, ich glaube, vielleicht bin ich auch schon mit der 4. Folge und in der 5. Folge drin, wo ich so denke, es geht in eine Richtung, die ich ein bisschen merkwürdig finde, die bei mir jetzt auch nichts irgendwie so richtig packt. Ich weiß auch noch nicht so richtig, ob ich weiterschauen werde. Also vielleicht gebe ich der Serie mal noch ein paar Folgen, aber es ist schon an mancher Stelle, was die Schauspieler angeht und auch die Dialoge und ich finde das sehr schwierig. Und auch wie manche Charaktere einfach so handeln. Das ist oft auch nicht nachvollziehbar dargestellt. Und ich möchte damit gar nicht sagen, dass ich das auch so machen würde oder das, also mir geht's halt darum, wenn ich was nicht verstehe, warum jemand so handelt, dann ist es halt schlecht erzählt und es müsste mir eigentlich näher gebracht werden, warum und weshalb. Und das fehlt mir so ein bisschen in der Serie, aber also vielleicht kennt ihr ja die Serie, habt sie vielleicht damals auch im Free TV geguckt oder jetzt auf Netflix, sagt mir da gerne mal Bescheid, ob das irgendwie besser wird oder in welche Richtung es vielleicht, also spoilerfrei natürlich gilt, aber hier bin ich tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen. Umso mehr freue ich mich jetzt auf House of the Dragons. Das läuft ja auf HBO, also Sky oder Wow heißt es jetzt, dieser
Ticketdienst, den ich mir auch geholt habe. Das ist ja die Vorgeschichte vor Game of Thrones, die, glaube ich, 200 Jahre vor der Königschaft von Robert Baratheon startet. Es geht hier ja eben um die Targaryens, die ja auch in Game of Thrones eine große Rolle gespielt haben. Es geht um den Tanz der Drachen, der vielen geschichtlich vielleicht auch noch irgendein Begriff ist. Die Folgen sind jetzt immer montags anzusehen und ich bin sehr skeptisch. Bei mir hat ja wirklich die 8. Staffel die Serie sehr kaputt gemacht. Ich habe ja sehr oft Sehnsucht nach dieser Serie und gerade wenn ich mir so die ersten 2, 3 Folgen anschaue und auch zwischendrin immer mal so meine Lieblingsfolgen ansehe und ich mir echt denke, oh, wie geil war diese Serie und wie hat sie schon in Staffel 7 beginnend und in Staffel 8 ausführen, wie konnte die so kaputt gemacht werden? Also das ist echt was, wo ich wirklich vielleicht gar nicht mehr wütend bin, sondern einfach nur noch traurig, was daraus wurde. Und dementsprechend bin ich ein bisschen skeptisch, was House of the Dragons angeht. Ich fand aber die Trailer ganz spannend. Ich finde die Besetzung ganz interessant. Ich fand das Buch, Fire and Blood, was ja von George R. Martin auch geschrieben wurde, ich fand das todlangweilig. Das war ja wirklich nur eine Aneinanderreihung von Geschichtselementen. Das war ja, glaube ich, auch gar nicht in Romanform geschrieben, sondern ja so in Stichpunkten. Aber ich habe das auch, glaube ich, gar nicht zu Ende gelesen, wenn ich mich recht erinnere, aber das muss man, glaube ich, auch nicht. Worauf ich mich neben der Serie freue, sind dann auch die Folgenbesprechungen von Cinema Strikes Back. Also da nehme ich nochmal ganz viel mit und auch so Blickwinkel, die man vielleicht selbst manchmal gar nicht entdeckt. Zudem haben die ja auch alle ein Wahnsinns-Hintergrundwissen. So wie es mir ja beim Herrn der Ringe geht, so geht es den beiden, also gerade Jonas und Alpa, ja dann auch bei Game of Thrones. Ich packe euch mal den Kanal, solltet ihr sie noch nicht kennen, unten in die Infobox. Also ich bin da super gerne auf diesem Kanal unterwegs, egal ob Filmempfehlungen, anderes um Filme, aber das nur so am Rande. Aber da freue ich mich drauf, da werde ich, denke ich, dann in der nächsten Bücherwoche auch ein bisschen berichten. Und viel anderes Geplauder habe ich für diese Woche gar nicht. Ich denke, das reicht auch jetzt vollkommen aus. Ich bin sehr gespannt, was ihr vielleicht in dieser Woche oder bisher im August gelesen habt, was vielleicht euer Highlight des Monats war, auch serientechnisch, was ihr euch gerade anschaut, ob ihr Manifest kennt, ob ihr euch auf House of the Dragons freut. Schreibt es gerne in die Kommentare. Alle Infos unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein tolles Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.